Hallihallo, Hallöchen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei den Sims 4. Ja, es hat wieder ein bisschen gedauert, das tut mir sehr leid, aber jetzt komme ich wieder dazu, die eine oder andere Folge aufzunehmen und ich wollte ja eigentlich mal gucken, wie es hier bei denen aussieht, denn Marie ist offensichtlich ziemlich gealtert. Mach mal die Beine zusammen, Mädchen. Tja, müssen wir mal irgendwie, vielleicht in der nächsten Folge oder so, habe ich bis dahin wahrscheinlich eh wieder vergessen, vorbeigucken. So, es ist jetzt schon wieder Ewigkeiten her. Mittlerweile weiß ich, dass wir ein neues Jahr haben. Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Habt keinen Alkohol getrunken, zumindest nicht so viel. Minako, was machst du da hinten? Du? Oh, guck mal hier. Du kannst mal da hinten dein Instrument spielen. Du bist nämlich gerade inspiriert. Also mach das mal bitte schnell. So, nee, du bist konzentriert. Verdammt. Okay, jetzt muss ich hier gerade erstmal wieder durchblicken. Du musst in 5 Stunden auf die Arbeit, PC. Naschi, du bist irgendwie total angepisst. Oh, warum bist denn du wütend? Nach einem unerfreulichen Gespräch. Oh, oh. Leute. Ist alles gut. Ich muss los, danke. Ja, tschüss. Was hat die denn? Was habt ihr denn? Warum mögt ihr euch denn nicht? Hasst ihr euch so sehr? Verdammt. Du möchtest ein wütendes Gemälde malen. Du hast aber frei hier. Okay. Dann mal ein wütendes Gemälde. So. Wir haben schon wieder 6000 Simoleons. Das ist natürlich ein Okay. PC, du bist jetzt irgendwie auch angepisst. Was möchtest du? Du möchtest dich beruhigen vor dem Spiegel. Das kannst du gerne machen. Und zwar kannst du das hier drüben machen. So. Und Minako spielt fröhlich vor sich hin. Du brauchtest noch... Ach, guck mal. Witze schreiben, Musik üben. Wunderbar, das kannst du ja jetzt mal fertig machen. Liegestützen machen. Oh, Trinkgeld verdienen. Und ein Instrument kaufen. Du hast doch schon eins. Eieieiei, okay. So, also, ihr habt mir noch einige Dinge nahegelegt. Und zwar möchte Jeff nicht mehr joggen gehen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich habe ihn, glaube ich, tatsächlich sehr massakriert in letzter Zeit. Level 2 der Malfähigkeit erreicht, der Malereifähigkeit erreicht. Sehr schön. Kannst gerne noch ein bisschen weitermachen, wenn du möchtest. Und Level 5. Sehr schön. Ihr seid alle so fleißig. Du möchtest Videospiele spielen. Du hast aber auch Hunger und musst mal auf Klo. Pass auf. Dann kannst du doch gleich mal hier, das kannst du gleich mal verwenden und danach kannst du mal spülen. Ne? Erst verwenden, dann spülen. So, und dann kümmern wir uns um deinen Hungerhaushalt. Haben wir hier Sachen? Meine Zeit, was haben wir denn hier alles? Das ist alles noch sehr frisch. Gartensalat, du machst mir jetzt nicht so den Eindruck, ob du so der Gartensalat-Typ bist. Obwohl doch, eigentlich schon, ne? Egal. Sie ist schon wieder wütend. Immer noch wegen dem Gespräch. Okay, warum auch immer. Mal trotzdem mal fertig, bitte. Dann möchtest du dich auch beruhigen. Simpedia durchsuchen und Buch analysieren. Okay. Hier 75%. Sehr schön, Minako. Das machst du ganz prima. So, und ja, die weiteren Dinge, die ihr mir noch nahegelegt habt, war zum Beispiel, dass wir hier diese verschiedensten Dinger haben, die ja diese Auren, was auch immer, ne, müsst ihr schon, ob ich die nicht mal ein bisschen besser verteilen kann. Zum Beispiel, dass die halt inspiriert sind, wenn die rummalen oder irgendwie sowas. Mache ich. Können wir sehr gerne machen. Das Problem an der Sache ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was auslöst, aber offensichtlich macht das hier zum Beispiel gerade Energie geladen, oder? Oder liegt das daran, weil sie Kaffee getrunken hat? Ich weiß es nicht genau. So, du bist auf jeden Fall inspiriert und du möchtest eine Mahlzeit kochen. Das kannst du auch gerne machen. Und zwar mach doch mal Chili. Haben wir das schon mal gemacht? Das kam mir gerade so bekannt. Wo ist das hier? Muffelt das? Ja, gut. Weg damit. So, PC ist auch inspiriert. Möchte gerne Gitarre spielen, Videospiele spielen. Ja, du kannst hier spielen. Schreiben? Nee, spiel mal. Nee, hä? Wo ist denn spielen? Hallo? Da. hier. Machst du das mal schön?
So, und Minako, wenn du deine Aufgabe erledigt hast, ja, perfekt. Dann kannst du damit auch mal aufhören und dann kannst du das hier mal verwenden. Wann musst du wieder auf Arbeit? In 2 Tagen. Nashi hat, glaube ich, auch ein Weilchen frei. Peace. Einer kommt nach Hause und hat ordentlich Geld verdient. Und Medo kommt nach Hause und hat auch ordentlich Geld verdient. Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Ich dachte, da kommt noch jemand, aber nein. Du bist inspiriert und möchtest gerne ein Gemälde beenden. Kannst du das jetzt hier einfach weitermachen eigentlich? Ach nee, guck mal, warte mal. Wir können hier erstmal einrahmen. Wieso ist denn hier so dunkel drin eigentlich? Haben wir hier auch Licht? Mach mal an. So, dann hängen wir das hier mal gerade. Ich guck's mir gleich in Ruhe an. So, hängen wir das mal einfach mal gerade irgendwo auf. Dann kannst du ein klassisches Gemälde malen. Machst du mal ein kleines. So, Medu ist auch inspiriert. Die möchte gerne ein Instrument kaufen. Höheres Level der Fitnessfähigkeit. Ach, guck mal, du möchtest über Fitnesstechniken reden. Wo denn, was denn, wer denn? Mehr Auswahl, freundlich. Keine Ahnung, brillante Idee und so. Über Träume reden. Ja, und wo ich hier gerade dabei bin, habt ihr mir auch noch nahegelegt, dass sich die einzelnen Personen vielleicht mal ein bisschen besser untereinander verstehen sollten, dass da mal ein bisschen mehr Freundschaften geschlossen werden könnten, theoretisch. Und damit habt ihr natürlich nicht ganz Unrecht. Das Problem an der Sache ist einfach nur, dass ich mir es ziemlich schwierig vorstelle, hier alle in irgendeiner Art und Weise unter einen Hut zu kriegen, weil sie sich offensichtlich nicht alle unbedingt mögen. Ja, wie man jetzt gerade zum Beispiel an Nashi und PC gesehen hat. So, was hat die Nashi hier eigentlich gemalt? Das ist ja ein Traum hier. Menschen, Skinner. Kann man das jetzt verkaufen? An Sammler verkaufen? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ach, er verkauft das jetzt, oder was? Ja, egal. Mach erstmal fertig da. So, was ist hier? Du möchtest Jeff gerne kennenlernen. Ja, der ist, glaube ich, gerade aber auch noch auf Arbeit. So, was ist hier los? Ach, die sollte doch inspiriert Musik spielen, ne? Hör auf da und ab dafür schnell spielen. Jammen. So. Medu. Du? Bücher schreiben. Hast deine Tagesaufgabe noch nicht begonnen? Du schlurfst aber gerade so ein bisschen rum. Okay, du bist offensichtlich sehr fertig. Level 3 der Videospielfähigkeit erreicht. Sehr gut. Nashi. Du möchtest auch ein Instrument kaufen. Kommt, ey, wir haben so viel Kohle. Wir kaufen jetzt nochmal ein Instrument. Damit erfüllen wir, glaube ich, einigen einen Wunsch. Wo war denn das? Ist das Elektronik? Nee. Aktivität und Fähigkeit, ne, genau. So, wir haben eine Gitarre. Wie wär's mit einem Flügel? Ach, guck mal, den können wir uns sogar leisten. Sollen wir das machen? Warum können wir uns die hier nicht? Wow, 15.000 Ocken. Ich finde Geige ja total cool, also so als Instrument an sich. Nee, komm, wir kaufen jetzt den Flügel. Klassisch in Schwarz. Stellen wir den jetzt mal fett hier einfach so in den Raum. Zack. So. Nashi. Möchtest du gerne Klavier spielen? Nee, du möchtest erstmal, was möchtest du? An der Staffelei malen. Okay, das kannst du gerne machen. Och, wie süß. Nein, ich werd verrückt. Wie geil ist das denn bitte? Ja, niedlich. Ach, wie putzig. Das hängen wir hier auf. So, ja, dann mal doch. Malst auch bitte ein kleines Gemälde. So. Medu. Skira, 423 Simoleons. Perfekt. So, oh, das ist eigentlich eine ganz, ganz doofe Idee, das hier hinzustellen. Wer war das? PC. Klar, du gehst jetzt erstmal schön auf Arbeit, nachdem du den Rechner hier geschrottet hast, oder was? Ich fass das nicht. So. Eine Stunde ein Instrument spielen, während inspiriert. Du bist nicht mehr inspiriert. Du könntest vielleicht das Ganze hier reparieren. Ich hoffe, du kannst das. Skira. Oh. Magst du schnell noch irgendwie dir was reinpfeifen? Hier ein leckeres Rührei, bevor du schlafen gehst? Das wäre vielleicht was, ne? Was willst du hier? Neuen Frosch sammeln. Ach, du meine Zeit. Ey, ihr habt doch da euren Körb mit Fröschli, Schenkel. Wie auch immer. Ja, das mit dem Flügel hier, weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, den so mitten in den Raum zu stellen, weil wenn einer noch nicht spielen kann, dann ist das ja für die anderen immer
ziemlich bescheiden, um es mal freundlich auszudrücken. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Minako kann ja jetzt schon ein bisschen spielen. Die hat ja jetzt Level 5 erreicht. Kann die jetzt auch automatisch Klavier spielen? Und dann müsste sie das quasi nochmal erneut lernen. Das würde mich mal interessieren. Ja, Skira, du gehst dann aber auch erstmal ins Bett, würde ich sagen. Super, Minako. Dankeschön. Teile plündern. Was möchtest du hier? Museum besuchen. Ach ja, Trinkgeld und mit Mido rumalbern. Einer. Ja, guck mal, wie gut es dir geht. Du möchtest eine Freundschaft schließen? Höheren Level der Geschicklichkeitsfähigkeit erreichen. Ja, pass auf, gibt's hier irgendwas zum Reparieren oder ausnahmsweise mal nicht? Ja, wenn man es gebrauchen könnte, dann läuft hier alles, wa? Ja, okay, was kann ich denn für dich Gutes tun hier? Programmieren. Programmier doch mal ein bisschen. Programmieren. Dann übst du noch mal ein bisschen Programmieren. So. Nashi, Mixenfähigkeit, genau. Wollen wir vielleicht, das machen wir in der nächsten Folge, gehen wir noch mal in die Bahn, nehmen wir die Nashi mit. Du hast ja noch 3 Tage bis zur Arbeit. Ja, alle Leute, die auf jeden Fall nicht arbeiten müssen, können wir in der nächsten Folge mal mitnehmen. So, was ist hier passiert? Techtelmechtel. Mensch. Du räumst ein bisschen auf, finde ich gut. Zimpedia durchsuchen. Was ist hier eigentlich am Bach? Ach, du bist ja auch ein Computerfreak. Insgesamt 5 Stunden Programmieren üben. Ja, das könntest du dann eigentlich gleich auch mal machen, nachdem du das da weggeräumt hast. Nee, doch nicht? Was los? Ah, doch. Ich dachte jetzt, du könntest das vielleicht nicht wegräumen, aber offensichtlich kannst du es schon. Der Jeff ist aber ganz schön lange auf Arbeit, oder? Oder bilde ich mir das ein? Oh, oh. 1135 Simoleons Rechnung. Okay. Kannst du mal eben bezahlen und dann kannst du hier auch ein bisschen Programmieren üben. So. Programmieren üben. Minako, du könntest vielleicht das mal wegwerfen gehen. Jeff ist zu Hause. 432 Simoleons. Perfekt, perfekt. Oh, 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 oh. Du gehst aber auch gleich mal ganz, ganz dringend ins Bett. Ich habe Jeff in letzter Zeit ziemlich viele Sachen machen lassen. Das tut mir sehr, sehr leid. Ja, der arme Kerl bricht wahrscheinlich bald zusammen. Ich werde ihn in nächster Zeit ein wenig schonen. Das verspreche ich, hoch und heilig. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt echt gerne mal ausprobieren, wie sich das hier anhört, wenn Madame am Flügelchen sitzt, ob das denn so funktioniert. Also klingt das jetzt schön oder klingt das nicht so schön? Weil, wie gesagt, ich bin mir da nicht so sicher. Wegen dieser Fähigkeit, die sie ja schon hat. Okay, sie hat jetzt erst die Klavierfähigkeit erworben. Okay, vielleicht ist Nashi gleich total angepisst. Weil sie sich jetzt diese schreckliche Musik anhören muss. Aber so ein bisschen Talent wird sie ja haben hier, oder? Es sieht auf jeden Fall schon mal unfassbar professionell aus, was sie da macht. Ach so, das Gemälde da hinten wollte ich mir noch anschauen. Hoppala, gerade leichte Probleme. Ach, guck mal, das kennen wir doch schon. Das kennen wir doch schon. Das lassen wir rahmen. Und wie sieht's denn gerade aus? Was machst du? Ach so, du übst fleißig Programmieren, genau. Wunderbar, 50% schon erledigt, das geht ratzfatz. 3 Bücher zu Ende lesen, Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Ja, wir müssen auch mal hier so ein bisschen auf die Meilensteine achten, ja. Dass wir da ein bisschen was machen. So, was war da bei dir? Das war das mit dem Inspiriert, genau. Und hier sind wir gerade, genau, sind wir schon dabei, wunderbar. Das machen wir in der nächsten Folge, gehen wir nochmal in die Bar. Haben wir hier noch ein paar Leute vielleicht frei? Ja, guck mal, da können wir die Medu mitnehmen. Die Minako, ihn nicht, ihn auch nicht. Ihn auch nicht. Er ist gerade bei der Arbeit. Ja, dann machen wir uns einen schönen Mädelsabend, wa? Sind wir schon mal zu dritt los? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. So, Nashi scheint nicht angepisst zu sein, ob der Tatsache, dass Minako da... Oh, bist du angespannt? Du brauchst Videospiele. Was ist los? Zuschauen. Ach, schön. Ja, genau. Ach, guck mal, da hat sie Spaß, weil sie gute Musik hört offensichtlich. Cool. Das finde ich genial. Du brauchst trotzdem eine Dusche. Das machen wir. Geh mal schnell duschen. Ich weiß nicht, warum du angespannt bist. Mentale Reize. Und wie schaffe ich mentale Reize für dich?
höheren Level der Fitnessfähigkeit erreichen. Tja, wenn du möchtest, dann kannst du dich ja jetzt gleich irgendwie hinschmeißen und ein paar Liegestütze machen, während du Minako beim Klimpern zuhorchst. So, jetzt bist du irgendwie, möchtest du dich beruhigen, warum auch immer, dann mach das erst. So, aber ihr seid hier alle wirklich total fleißig, ne? Das finde ich toll. Die einen schlafen, die anderen sind hier ganz fleißig dabei, ihre Fähigkeiten aufzuleveln. Wieder der Nächste duscht sich fleißig. Level 2 der Klavierfähigkeit erreicht. Sehr, sehr schön. Perfekt. So, dann kann Medu sich da vorne mal beruhigen. Auch gut. So, sehr schön. So, weil sie nicht genug Videospiele gespielt hat. Tja, was ist jetzt? Bei jemandem Luft machen, was ist denn mit dir los? Kannst du dir bei Minako Luft machen? Über Probleme beschweren? Na, freundlich ist es ja nicht gerade, ne? Ich weiß ja dann nicht, ob dann irgendwie die Freundschaft leidet. Aber probier einfach mal. Und danach kannst du hier ein paar Liegestütze machen. Sport sorgt ja auch ein bisschen dafür, dass man sich abreagiert, ne? So, ich hoffe einfach, du erzählst ihr das jetzt einfach nur, ohne dass du dich jetzt quasi direkt über sie beschwerst, aber offensichtlich geht das gerade gar nicht. So, Level 5 der Programmierfähigkeit. Oh, Andreas kann jetzt freiberuflich arbeiten. Aha. Okay, das finde ich interessant. So, noch dazu, hast du Hunger? Dann nimm dir hier mal was aus dem Kühlschrank, ein leckeres Rührei. Mach doch mal einer die Musik hier aus. Das ist doch schon wieder viel zu viel Gedönse. So, was ist jetzt? Zuschauen. Okay, du möchtest hier einfach nur zuschauen. Action-Kanal. Nö. Weißt du was? Du gehst jetzt joggen. Du möchtest ja einen höheren Level der Dingsbumsfähigkeit erreichen. Dann mach das mal bitte. So, du hörst mal bitte auf, programmieren zu üben da hinten. Nashi. Elektrogerät im Wert von 3000 Simoleons besitzt. Achso, haben wir es jetzt geschafft? Sehr gut. Level 3 der Programmierfähigkeit erreicht. Ja, wunderbar. Und kaum sage ich's, ist es schon passiert. Konzentration bei 2 Stunden Videospielen am Stück aufrechterhalten. Spiele 2 Stunden am Stück oder mit der Emotion konzentriert Videospiele mit dem Telefon, dem Tablet, dem Computer oder der Motion-Gaming-Ausrüstung. Benutze das Mikroskop, lies ein Buch oder spiele Schach, um Konzentration aufzubauen. Ach so. Mhm. Okay. Gut, aber Nashi, du kannst mal hier noch ein bisschen Simpedia, wolltest du durchsuchen, ne? Genau, das kannst du nochmal machen. So, wunderbar. Die arme Minako hier, die ist ja, was die am Klimpern ist, wa? Okay, ihr Lieben, ich würde aber sagen, trotzdem, ich mache jetzt erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, dann gehen wir mit den Mädels ein bisschen auf Rolle. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.